So, meine Damen und Herren, willkommen zur Politikarena für die Wald- und Holzwirtschaft. Heute haben wir als Gast dabei den Herrn Ulrich Lange. Ulrich Lange, verheiratet, zwei Kinder, Jurist aus Nördlingen, ist Mitglied des Deutschen Bundestages und stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Er ist Kreisvorsitzender der CSU Donau-Ries und CSU-Direktkandidat für den Wahlkreis Donau-Ries. Herr Lange, ganz herzlich willkommen zu unserer Politikarena. Hallo, herzlich willkommen. Herr Lange, wir wollen auch gleich einsteigen. Sie sind für die Themen Bauen, Digitalisierung, Verkehr im Deutschen Bundestag für Ihre Fraktion zuständig. Und deswegen bezieht sich unser erstes Thema auch auf das und die erste Frage auf das Thema Wohnen und Bauen. Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum ist eine der drängendsten sozialen Fragen unserer Zeit. Und Sie waren als Vorsitzender der Projektgruppe Wohnen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion tätig und haben das Thema intensiv begleitet und auch Lösungsansätze erarbeitet. Welche Bilanz ziehen Sie ganz allgemein für die Arbeit der Regierung im Wohnungsbau? Wo sehen Sie Lösungsansätze zur Schaffung weiteren Wohnungsbau? Also sprich, womit sind Sie zufrieden und was hätte noch besser laufen können? Ja, grundsätzlich ziehen wir eine positive Bilanz der vergangenen 4 Jahre im Bereich Bauen und Wohnen und auch Stadtentwicklung. Wir sind zum einen zufrieden, dass wir die Wohnraumoffensive insgesamt haben umsetzen können. Die Anzahl der neuen Wohnungsbauten im Jahr 2020 mit über 300.000 ist fast eine Verdopplung zu 2009. Also insofern ein klares Plus. Ein Plus auch im sozialen Wohnungsbau. Auch hier haben wir die 5 Milliarden investiert, die wir uns vorgenommen hatten. Wir haben mit der Baulandmobilisierung das ein oder andere erreichen können, insbesondere die Verlängerung des Paragraphen 13b, die vereinfachten Baugebiete, ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn man Richtung Einfamilienhaus im ländlichen Raum sieht. Die Aufstockung bei den Dachgeschossen, da ist uns einiges gelungen. Etwas mehr hätten wir uns vorstellen können bei einem Programm hier zur Revitalisierung von Brachflächen. Da wäre in unseren Augen mehr drin gewesen. Erfolgreich war das Baukindergeld mit immerhin 360.000 Anträgen, 7,4 Milliarden, die dort geflossen sind. Also insofern dort sehr zufrieden. Die Wohnraumoffensive müssen wir fortsetzen. Wir sehen erste Erfolge auf dem Markt, aber hier brauchen wir weiterhin ein großes Maßnahmenbündel. Das heißt weiterhin steuerliche Anreize. Wir brauchen die KfW-Programme, insbesondere Tilgungszuschüsse. Wir stellen uns vor, in der nächsten Periode bei der Grunderwerbsteuer einen Freibetrag einzuführen, 250.000 pro Erwachsenen, 100.000 Euro pro Kind, sodass wir hier anreizen, Eigenheime zu schaffen. Wir wollen, das sage ich ganz ausdrücklich, auch wir als CSU, Fertighäuser im modularen Stil, die aufgebaut werden können, fördern. Wir sehen da großes Potenzial. Die energetische Sanierung haben wir noch mal aufgestockt, auch im sozialen Wohnungsbau 1 Milliarde. Also hier ist noch einiges zu tun, aber auch einiges erreicht worden. Insgesamt positive Ansätze, Positives erreicht und diesen positiven Weg wollen wir weitergehen in der nächsten Periode mit den Dingen, die wir jetzt angefangen haben und noch weiter ergänzen wollen. Ja, bleiben wir bei dem Thema Holz vielleicht oder kommen wir zum Thema Holz. Der Werkstoff Holz und Baustoff Holz spielt ja auch in der öffentlichen Diskussion eine zunehmende Rolle, unter anderem deswegen, weil ihm ja zugetraut wird, einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz auch zu leisten. Jetzt ist es so, dass von vielen Architekten und auch bauausführenden Unternehmen beklagt wird, dass sich die Bauordnung insbesondere im Holzbau von Bundesland zu Bundesland unterscheiden, dass es da noch Hemmnisse gibt. Welche Ansätze sehen Sie, da eine stärkere Harmonisierung herbeizuführen beim Bauordnungsrecht? Und Sie haben ja auch im CSU-Programm eine Holzbauoffensive angekündigt. Was sehen Sie sonst für Möglichkeiten, das Thema Holz stärker in den Vordergrund zu rücken?
Wir wünschen uns als Bundespolitiker natürlich eine Harmonisierung der Bauordnungen. Das haben wir schon mehrfach versucht, war ja auch diesmal Thema beim Wohngipfel, eine Musterbauordnung des Bundes und dann vielleicht die ein oder andere, das Länderspezifikum. Aber wir kennen alle auch den deutschen Föderalismus. Da werden wir weiter dran arbeiten. Aber wir wissen, dass dieses Brett eher ein Balken als nur ein Brett ist, an dem wir bohren. Da gibt es sicher noch das ein oder andere zu verbessern. Beim Holz als Rohstoff, als Baustoff, ganz richtig, wollen wir in eine Offensive kommen, in eine echte Holzbauoffensive. Klimaneutralität ist ohne aktive und produktive Wald- und Holzwirtschaft überhaupt nicht denkbar. Da sehen wir für Holz eine ganz große Chance. Deswegen wollen wir auch insbesondere so im CSU-Programm dem Holzbau Priorität einräumen, dass in öffentlichen Bauten, wo wir das ausschreiben können, wo wir unmittelbaren Zugriff haben, der Staat mit gutem Beispiel vorangeht und Holz als wesentlicher Bau- und Werkstoff verwendet werden soll. Da sehen wir große Chancen. Wir sehen durchaus, dass wir derzeit beim Holzpreis eine gewisse Veränderung haben, dass das Holz teurer geworden ist. Wir haben dort im öffentlichen Sektor reagiert mit der Stoffpreisklausel und bei den Konventionalstrafen. Aber insgesamt gesehen glauben wir, dass Holz der Baustoff mit der Baustoff der Zukunft ist. Baustoff der Zukunft und öffentliches Bauen, das soll uns überleiten zur nächsten Frage, Digitalisierung. Wir haben ja gerade im Holzbau die Besonderheit, dass ein Großteil unserer mittelständischen Unternehmen eher im ländlichen Raum angesiedelt sind. Und wenn wir hier das Beispiel Building Information Modeling, also das vernetzte Planen und Bauen und auch anschließend die Bewirtschaftung von Gebäuden auf Basis einer webbasierten Software, wenn wir daran denken, das bedarf einer wirklich schnellen Internetverbindung und auch einer Datenverarbeitungskapazität, die wir gerade auch, weil Sie ansprachen, das öffentliche Bauen bei einigen Behörden noch nicht sehen und natürlich, wenn wir in den ländlichen Raum schauen, auch hinsichtlich einer Breitbandversorgung möglicherweise noch nicht optimal ausgestattet sind. Was glauben Sie, sind ja auch zuständig für Digitalisierung, wie werden Sie diese Breitbandversorgung der Unternehmen gerade im ländlichen Raum stärken können? Wir setzen große Hoffnungen auf das BIM in allen Bereichen. Deswegen ist uns natürlich klar, dass die Digitalisierung, insbesondere in der Fläche auf dem Land, heute mindestens so wichtig oder gleich wichtig ist wie eine Verkehrsinfrastruktur, also wie Straße und Schiene. Wir haben deswegen einen Parameterwechsel vorgenommen, jetzt mit dem Telekommunikationsmodernisierungsgesetz. Wir haben erstmals einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet eingeführt. Das ist deswegen wichtig, damit wir nennen das eine ruckelfreie Verbindung, wirklich überall möglich ist. Denn wenn wir auch jetzt in den Familien, und damit hat natürlich diese Sensibilisierung ein bisschen mehr zugenommen, in den letzten Monaten von Homeoffice über Homeschooling auf dem Land erlebt haben, was schnelles Internet so wichtig macht, dann ist das natürlich für die Unternehmen erst recht wichtig. Deswegen jetzt im neuen Gesetz hier einen Rechtsanspruch, der auch durchsetzbar ist über die Bundesnetzagentur. Denn ein Rechtsanspruch nützt nur, wenn ich auch dann tatsächlich das haben kann. Wir flankieren das mit einem umfangreichen Programm zur Förderung. Wir haben insgesamt bundesweit fast 17,5 Milliarden in den Töpfen, davon knapp 9 Milliarden aus Bundesmitteln. Wir sehen allerdings immer noch einen nicht ganz zufriedenstellenden Abfluss dieser Mittel und die Umsetzung der Projekte. Da kommt leider der limitierende Faktor der vorhandenen Unternehmen ein bisschen beim Breitbandausbau uns jetzt in die Quere. Aber ich bin sicher, dass die Kapazitäten weiter ausgebaut werden. Dieser Anspruch muss umgesetzt werden. Er ist, ich komme selber aus dem ländlichen Raum, zwingend.
Und gleiches gilt für die Mobilfunkversorgung. Auch hier eine neue Regelung, flächendeckend 4G als Anspruch, nicht mehr zu diskutieren über Versorgungsauflagen, sondern 4G auch in der Fläche. Das heißt, auch für die Unternehmen an der Baustelle, wenn sie zwischen einer Ortsverbindung und einer Kreisstraße unterwegs sind. Sie haben es gerade selbst angesprochen, digitale Datenverkehre hat sehr eng was mit Verkehr und funktionierende Infrastruktur zu tun. Lassen Sie uns unser letztes Thema noch kurz ansprechen, der Verkehr auf der Schiene. Wir haben in den letzten 3 bis 4 Jahren aufgrund von Waldschäden einen sehr hohen Rohholzanfall in unseren Wäldern zu verzeichnen gehabt, deutschlandweit ungleich verteilt. Wichtig ist gerade bei solchen Waldschäden, dass das Holz recht schnell abtransportiert werden kann, dass es schnell verarbeitet werden kann. Und wir haben eben die Herausforderung, dass diese Umverteilung in Deutschland natürlich auf begrenzte Kapazitäten im Lkw-Verkehr stößt. Und deswegen stellt sich die Frage, wie viel mehr können wir davon eigentlich auf der Schiene transportieren? Und wenn man sich den Transport auf der Schiene im Rohholz anschaut, dann ist das ähnlich wie möglicherweise in anderen Güterverkehren eher in den letzten Jahren zurückgegangen. Wie kann daher die Frage, wie kann Ihrer Ansicht nach das Angebot erhöht werden der Deutschen Bahn und die Schiene wieder gestärkt werden, eben gerade auch im Güterverkehr? Ja, der Wunsch der Politik ist es ja seit vielen Jahren, mehr Güter auf die Schiene zu bringen, aus Gründen des Umweltschutzes, des Klimaschutzes. Wir müssen allerdings konstatieren, dass dies nicht so gelungen ist bisher, wie wir uns das vorgestellt haben. Das eine sind Trassenkapazitäten. Hier geben wir jetzt sehr viele Milliarden für die Digitalisierung der Schiene aus, damit wir mehr Kapazität, wir gehen davon aus, ca. 30% mehr Kapazität durch Digitalisierung schaffen zu können. Zum anderen ist aber auch wichtig, dass wir Nebenbahnstrecken und Holzverkehre können gut auf Nebenbahnstrecken unterwegs sein, so ertüchtigen, dass sie für den Güterverkehr tauglich sind. Da haben wir durchaus Potenzial bei Trassenkorridoren, die man auch teilreaktivieren oder stabilisieren kann. Und dann, was glaube ich noch ganz wichtig ist, dass wir die Gleisanschlussförderung verstetigen oder weiter ausbauen. Oftmals sind ja die Gleisanschlüsse zu den Unternehmen in den letzten Jahren eher abgebaut als aufgebaut worden. Deswegen haben wir ein Initiativprogramm gestartet mit 250 Millionen Euro für Gleisanschlüsse. Wir vereinfachen auch die Planungen, damit schnellere Planungen möglich sind. Gleisanschlüsse bis 2000 Meter, also 2 Kilometer respektive teilweise 3 Kilometer, bis zum Betrieb können zukünftig ohne eigenes Planfeststellungsverfahren verlegt werden. Unsere Hoffnung ist damit, den Anschluss unmittelbar zum Unternehmen zu schaffen und damit die Schiene auch attraktiver werden zu lassen, damit die Verladung auch beim letzten Kilometer nicht mehr notwendig ist. Herr Lange, das war es schon mit unserem kurzen Interview. Vielen Dank für das Interview, dass Sie zur Verfügung stehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.